Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns gemeinsam diesen 2021er Fiat 500 mit dem 1 Liter Mildhybrid Motor an. Und ich will euch zeigen, ob der Fiat 500 zu Recht so der typische Retro-Kleinwagen ist. Viel Spaß beim Zuschauen! Ja, wie gerade eben schon erwähnt, das hier ist ein 2021er. Den Fiat 500 gibt es schon seit 2008, beziehungsweise den gab es auch schon im 20. Jahrhundert. 2008 kam eben hier die Neuauflage. Die sollte eben so ein bisschen an das Modell aus den 60er, 70er Jahren erinnern. Eben so ein richtiges Retro-Auto. Quasi eine Hommage an den alten Fiat Cinquecento. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, ist Fiat auch dieses Retro-Design hier sehr gelungen. Denn man muss auch ehrlich sagen, obwohl das Auto jetzt schon seit fast 14 Jahren auf dem Markt ist und bis auf einen Facelift jetzt gar nicht so viel optische Neuerung über die Zeit bekommen hat, sieht er immer noch relativ frisch aus, wie ich finde. Und dieses Design wird, glaube ich, auch nie so richtig alt werden. Von daher finde ich den Fiat 500 optisch wirklich schön. Er ist ähnlich lang wie der VW Up, sprich 3,54 Meter. Was ja beim Fiat 500 natürlich besonders ins Auge sticht, ist die sehr kurze Front, also die ist wirklich nicht lang. Trotzdem haben wir unter der Motorhaube diverse Motoren Platz gehabt. Es ging damals los beim 1,2 Liter Vierzylinder Einstiegsbenziner bis zum Abarth quasi mit den 1,4 Liter Turbobenziner. Es gab sogar mal einen Turbodiesel hier im Fiat 500. Der Dieselmotor im Fiat 500, das war mal kurzzeitig so ein Sondermodell. Sicherlich auch eine coole Sache, aber sagen wir mal ehrlich, die meisten Leute nehmen einen Benzinmotor, was auch durchaus Sinn macht. Sinn macht vielleicht auch das Cabrio, denn es gibt hier vom Fiat 500 tatsächlich noch so eine Cabrio-Variante. Da hat man dann hier in der Mitte so ein elektrisches Faltdeck, was sich bis nach hinten öffnen lässt. Finde ich auch eine coole Option und sicherlich auch eine gute Wahl für diejenigen, die gerne mal etwas Frischluft genießen wollen. Seit dem letzten Jahr gibt es den Nachfolger des Fiat 500, das ist dann der Fiat 500e, wie der Name schon sagt, ein Elektroauto. Der ist ein bisschen größer als der hier, ist deutlich moderner und natürlich auch deutlich teurer. Wenn man die Förderung abzieht, ist es auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis her trotzdem ein gutes Auto. Den genauen Preis blende ich euch an der Stelle mal ein. Trotzdem finde ich es gut, dass Fiat auch neben den 500e weiterhin den normalen 500 anbietet. Und wie schon eingangs erwähnt, wir haben hier die Hybrid-Variante, beziehungsweise die Mildhybrid-Variante. Was das für den Fahreindruck bedeutet, zeige ich euch nach und natürlich wie immer nochmal. Ja, ansonsten nochmal ganz kurz, was hat sich beim Facelift getan? Bei dem Facelift wurden die Heckleuchten geändert. Somit ist jetzt hier in der Mitte, ich sag mal Punkt in Wagenfarbe und darüber und rundherum halt die Heckleuchte. Den Fiat 500 gibt es übrigens ausschließlich mit normaler Glühbirnchenbeleuchtung bzw. Halogenbeleuchtung. Als Xenon gibt es hier beim normalen Modell nicht. Da müsste man dann zum Abarth greifen. Was hier am Heck ganz cool ist, wir sehen ja tatsächlich noch ein echtes Auspuffendrohr, so ganz klein, aber dezent ist es tatsächlich da. Eigentlich eine ganz coole Sache, hat man heutzutage ja fast gar nicht mehr. Und was wir auch haben, ist diesen verchromten Türgriff. Was hier nicht so viel hermacht, sind diese standardmäßigen Razierblenden. Immerhin hat man hier den 500 Schriftzug nochmal in der Mitte mit aufgegriffen. Aber es gibt natürlich hier beim Fiat 500 in den besseren Ausstattungsvarianten. Wir haben jetzt hier ein Modell, was ganz, ganz nah an der Basis ist. Eben typisch Carsharing-Auto. In den besseren Ausstattungsvarianten gibt es dann schöne Alufelgen und hier und da noch ein paar farbliche Akzente, wie zum Beispiel auch ein schwarzes Dach. Die Kofferklappe öffnen wir unter den 500 Schriftzug. Der Koffer umfasst übrigens 185 Liter, das ist auf dem Papier deutlich kleiner als beim VW Up, der genauso groß ist in etwa. Allerdings muss ich sagen, wirkt der das Fiat 500 hier ein bisschen größer, zumindest ist er ein bisschen tiefer ins Fahrzeug. Der VW Up geht halt noch ein bisschen weiter nach unten, der Fiat 500 dafür ein bisschen weiter in die Tiefe. Was aber ganz schön ist, obwohl wir hier einen Kleinstwagen haben, ist hier alles schön mit Filz ausgekleidet. Das ist zwar jetzt einfacher Filz, aber ich finde es trotzdem noch ein bisschen schöner als beim VW Up, wo das Ganze hier einfach nur nacktes Blech ist. Von daher hat Fiat hier nicht gespart. Ein bisschen gespart hat man dann aber hier bei der Rücksitzbank. Die ist nämlich nicht verkleidet. Es sieht ein bisschen sehr einfach aus. Und was auch echt unpraktisch ist, ist die Tatsache, wenn man die Rückbank umklappen will, dann kann man das nicht hier gleich entriegeln, sondern muss man sich wirklich hier in den Innenraum reinregeln. Und hier hinten, ich hoffe, ihr könnt sehen, da diesen kleinen Hebel betätigen. Jetzt könnt ihr das sehen. Das ist ein bisschen unpraktisch, gerade weil der Zugang auf der Rückbank jetzt nicht wirklich einfach ist. Aber ansonsten, wenn man die Rückbank umklappt, ist der Kofferraum, würde ich sagen, ein bisschen kleiner als beim Konkurrenten VW Up. Und wenn man den Kofferraum eben normal nutzt, würde ich sagen, ist er sogar ein Tick größer. Und was ganz lustig ist, wir haben hier diese Mini-Hutablage. Ja, das ist hier so italienischer Charme, sage ich mal. Ne? Aber Hutablage hat er.
So, ich würde sagen, wir schauen gleich mal das Platzangebot auf der Rücksitzbank an. Ich habe jetzt hier die Beifahrertür schon mal geöffnet. Der Fiat 500 ist natürlich ein reiner Dreitürer. Allerdings mit dem Fiat 500e, der jetzt vor kurzem rauskam, kam so eine viertürige Version dazu. Das heißt, da hat man auf der Beifahrerseite hinten nochmal eine extra Tür, auf der Fahrerseite allerdings nicht. Ähnlich wie beim Hyundai Veloster damals. Und um jetzt hier hinten einsteigen zu können, müssen wir hier diesen Hebel betätigen. Und ich gucke gerade mal, ob er Easy Entry hat. Ja, hat er. Das heißt, der Sitz, der rutscht hier automatisch mit nach vorne. Wir steigen gleich mal ein. Da haben wir jetzt auch schon Platz genommen hier im Fiat 500. Klappen das mal nach hinten. Ja, von der Beinfreiheit geht das eigentlich hier in Ordnung. Von der Kopffreiheit merke ich allerdings, wird das hier schon relativ eng. Da war im VW-Up auf jeden Fall ein bisschen mehr Platz. Aber ansonsten ist das Raumgefühl relativ okay, bis auf die Tatsache, dass man eben hier nur so ein kleines Minifenster hat zum Rausgucken. Also für lange Strecken ist das hier hinten natürlich auch nichts, ist ganz klar. Aber um mal ein paar Leute mitzunehmen, geht das in Ordnung. Und ich sehe gerade, wir haben ja wie gesagt hier eine Ausstellung nahe der Basis. Ich leuchte euch mal kurz hier rein. Wir haben hier tatsächlich hinter den Lautsprechergitter keinen Lautsprecher. Man sieht hier hinten quasi gleich das nackte Blech. Ansonsten an Ablagemöglichkeiten haben wir noch zwei Getränkehalter. Und ansonsten allerdings nicht viel. Wir können unseren Arm an der Seite noch auflegen, das geht ganz gut. Aber ansonsten gibt es hier nicht allzu viel zu erzählen, bis auf die Tatsache, dass wir schon einen schwarzen Dachhimmel haben. Das finde ich ganz cool. Der ist auch so leicht beflockt, aber ihr merkt, direkt dahinter ist dann schon die Dachpappe bzw. das Dachblech. Genau. Gut, an der Stelle würde ich sagen, schauen wir uns mal den Fahrersitz an. So, wir öffnen mal die Fahrertür. Der Türausschnitt ist natürlich sehr groß, dadurch, dass wir einen Dreitürer haben. In engen Parklücken kann das auch mal unpraktisch sein zum Aussteigen, aber ansonsten sollte es da jetzt keine großen Probleme geben. Die Sitze übrigens hier in Blau mit dem 500er Logo vorne drauf. Sieht ganz cool aus, so eine kleine Steppung. Ich bin jetzt mit dem Auto nicht viel gefahren, vielleicht 15 Kilometer, und ich muss sagen, die Sitze machen jetzt nicht so einen super bequemen Eindruck. Die sind halt relativ weich, dadurch, dass es ja auch ein sehr neues Auto ist. Es sind jetzt sicherlich keine langstreckentauglichen Sitze, aber für die Stadt sollte es vollkommen in Ordnung gehen. Ich würde sagen, wir steigen gleich mal ein, machen die Tür zu und lassen mal den Innenraum erstmal so ein bisschen auf uns wirken. Denn ich finde, der Innenraum ist hier im Fiat 500 größtenteils gut gelungen. Wir gehen immer einmal das von links nach rechts durch. Hier links natürlich unsere Türpappe, einfaches Hartplastik. Darunter eine Stoffeinlage, die fässt sich auch ganz gut an tatsächlich. Das geht auch bis hier runter, ganz cool. Türzuziehgriff, elektrische Spiegelverstellung. Und hier dieser wirklich schöne Türgriff, der macht optisch schon einiges her, wie ich finde. Fässt sich auch wirklich sehr gut an. Ansonsten fällt mir auf, dass vom Platzangebot her die Innenbreite hier zu der Türtafel nicht sehr breit ist. Also ich kann meinen Arm hier kaum nach links quasi ausbreiten. Es war im VW-Up ein bisschen besser von der Innenraumbreite her. Aber das ist jetzt Kritik auf hohem Niveau. Wir haben hier einen Kleinstwagen, der muss natürlich in der Stadt überall reinpassen und dementsprechend darf er nicht so breit sein. Aber rein von der Innenbreite her fand ich den VW-Up noch ein bisschen geräumiger. Ja, und ansonsten hier das Lenkrad sieht auf jeden Fall richtig cool aus, wie ich finde. Hier gerade in diesen Chrom-Applikationen, obwohl das ja nur die Basisausstattung ist. Hier rechts dann die Bedienung für das Radio, links ebenso. Und hier unseren Lichtschalter und hier unten nochmal für den Tempomat. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Hier haben wir tatsächlich schon ein Tempomat mit an Bord, das finde ich ganz cool. Das Lenkrad lässt sich übrigens genauso wie im VW-Up nur in der Höhe verstellen und nicht in der Tiefe. Ja, das ist eben bei den Kleinstwagen so. Hier der Tacho ist auch ein bisschen angelehnt an den alten Cinquecento. Ich schalte gleich mal die Zündung ein. Wir haben hier außenrum den Tacho bis 220. Das sollte auf jeden Fall locker ausreichen für den 69 PS Benziner hier. In der Mitte den Drehzahlmesser und dann hier eben zentral das Multifunktionsdisplay. Das Display können wir über diesen Trip-Knopf steuern. Wir können uns hier zum Beispiel anzeigen, wie viele Kilowattstunden wir schon durch das Multibrit-System zurückgewonnen haben. Das ist ganz cool. Die Fahrstrecke, Durchschnittsverbrauch, momentanen Verbrauch, Durchschnittsgeschwindigkeit, Fahrzeit. Dann geht es hier irgendwann noch weiter zur Kühlmitteltemperatur. Genau, die haben wir hier. Das ist auch ganz lustig, es wird einfach nur an solchen Strichen hier angezeigt. Aber besser als gar nicht, finde ich ganz gut. Reichweite 391 Kilometer mit einem Dreiviertel Tank. Der Tank müsste hier so 34 Liter haben, wenn mich nicht alles täuscht. Und hier kommen wir dann nochmal zu der Energierückgewinnung, die mache ich gleich nochmal an. Das ist nämlich eine ganz interessante Anzeige, wie ich finde. Hier sehen wir übrigens, wie voll die Multibrit-Batterie ist und hier den Tankstand. Und ganz lustig ist, wir haben hier auch noch ein paar Knöpfe für die Leuchtweitenregulierung unter anderem. Hier haben wir unser Radio, ganz klassisch. Es gibt mittlerweile im Fiat 500 auch natürlich Touchscreen-Radios, große Infotainment-Systeme mit Apple CarPlay, die sehen auch wirklich cool aus. Diese U-Connect-Systeme blende ich euch an der Stelle mal ein. Hier das Standardradio reicht auch völlig aus für ein Carsharing-Auto. Was ganz cool ist, dieser Lautstärke-Drehregler, der dreht sich hier nicht mit. Das finde ich immer ein ganz cooles Detail. Wenn der so in der Mitte fest ist und fässt sich auch alles relativ gut an. Lüftungsdüsen, darunter dann unsere City-Lenkung, die wir aktivieren, deaktivieren können. Das wird dann auch hier nochmal extra angezeigt. Da steht dann nochmal City da. Die City-Lenkung ist wirklich ein cooles Feature, zeige ich euch dann während der Fahrt nochmal. Warnblinker, Nebelschlussleuchte. Hier sehen wir unsere Heizung bzw. Lüftung.
Und auch Klimaanlage. Im ersten Moment dachte ich, das Auto hat gar keine Klimaanlage, weil gar kein AC-Knopf hier ist. Aber da muss man erstmal drauf kommen. Hier in der Mitte ist ja das schöne Schneeflockensymbol. Und wenn wir jetzt hier drauf drücken, dann geht auch die Klimaanlage mit an. So viel nochmal dazu. Dann hier unsere Heckscheibenheizung. Hier können wir gleich das ASR deaktivieren. ESP selbst lässt sich hier nicht deaktivieren. Hier die elektrischen Fensterheber und hier unseren 6-Gang-Schalthebel. Finde ich ganz interessant, dass das Auto hier mit 69 PS schon 6 Gänge hat. Wie das beim Fahren ist, zeige ich euch dann gleich nochmal. Den Rückwärtsgang legt man übrigens ein, indem man hier diesen Hebel hochzieht und dann kommt man in die Rückwärtsganggasse. Vorausgesetzt, man hat jetzt die Kupplung getreten. Ansonsten von der Ergonomie her, dieser Schalthebel ist natürlich sehr hoch. Generell muss ich sagen, sitzt man hier in diesem Auto sehr hoch, was auch daran liegt, dass der Sitz hier nicht höhenverstellbar ist, was ein bisschen blöd ist. Gibt es natürlich gegen Aufpreis noch dazu, aber hier in dieser Standardkonfiguration ist es schon ein bisschen sehr hoch. Klar, bei meinem Aussteigen ist es okay. Ich hätte aber doch gern hier eine bisschen tiefere Sitzposition in dem Auto. Dieser Schalthebel von der Anordnung ist das so ein bisschen wie in so einem Transporter. Die ganzen Transporter haben ja meistens die Schalthebel auch hier so in dem Bereich. Aber ist von der Ergonomie her ganz gut. Was mir nicht so gut gefällt, ist, dass das Radio, dadurch, dass das Armaturenbrett so ein bisschen nach hinten geneigt ist, sehr weit weg ist vom Fahrer. Also man muss sich ja schon immer so ein bisschen nach vorne strecken, um das Ganze zu bedienen. Aber das ist auch wieder Kritik auf hohem Niveau. Ansonsten hier unten noch zwei Getränkehalter, einen USB-Anschluss. Auch schön mit so einer Fake-Metall-Einfassung rundherum. Sieht ganz cool aus. Zigarettenanzünder und hier unsere normale klassische Handbremse. Tut, was sie soll. Und hier nochmal unser Handschuhfach, das ist ziemlich groß, wie ich finde, und sogar beleuchtet. Und hier unser 500-Zeichen. Und von der Materialwahl her ist das natürlich alles Hartplastik. Das hier fässt sich ganz schön an, diese Einlage. Aber ansonsten ist das natürlich alles relativ einfach gestrickt, was aber gar nicht so schlimm ist, denn das Auto ist ja auch nicht der teuerste. Ganz cool ist, wir haben auf der Beifahrerseite noch den üblichen Spiegel, auf der Fahrerseite allerdings nicht, ist ja meistens so. Und hier die Lampe, die können wir hier so ganz klassisch bedienen. Ich denke mal, da gibt es auch wenig Fragen. Ein bisschen negativ aufgefallen ist beim Punkt Ergonomie, ist mir die Tatsache, dass der Innenspiegel sehr klein ist. Also man kann gar nicht das ganze Heck so richtig einschätzen. Hätte gerne ein bisschen größer sein können. Wobei man sagen muss, das Auto ist ziemlich übersichtlich. Klar, nach hinten kommt da nicht mehr viel. Da fällt es auch gar nicht so schmerzlich auf, dass wir leider keine Parksensoren haben in der Carsharing-Ausstattung. Aber genau, ansonsten passt das soweit. Es gibt hier beim Fiat 500 gegen Aufpreis noch richtig coole Innenraumakzente, zum Beispiel so ein weißes Lenkrad, finde ich ganz cool. Also man kann sich da wirklich schon in coolen Retro-Knirps zusammen konfigurieren. Ja, wie sich der Fiat 500 hier mit dem Multihybrid während des Fahreindrucks so schlägt, das schauen wir uns jetzt an der Stelle mal an. So, ich würde sagen, lass mir den 1 Liter Dreizylinder mal zum Leben erwecken. Ja, da ist unser 1 Liter 13er mit 69 bzw. 70 PS und 92 Newtonmeter auch schon zum Leben erweckt worden. Das Ganze trifft ja auf ein Leergewicht von 1050 Kilo circa. Das Ganze klingt von der Leistung natürlich jetzt nicht so weltbewegend, aber ich muss sagen, wahrscheinlich auch deswegen, weil wir hier diesen Multihybrid-Antrieb haben, kommt er eigentlich ganz gut aus der Knete. Als erstes sind wir natürlich hier auf dem Supermarktparkplatz. Das ist ja auch so mit, ich sag mal, das Revier des Fiat 500, eben hier so kleine, enge Passagen, nenne ich es mal. Wir müssen uns jetzt vorstellen, dass wir irgendwo in Italien am Gardasee sind und da irgendeine kleine, enge Gasse hochfahren. Da ist der Fiat 500 natürlich wie gemacht und ich zeige euch als erstes mal den Wendekreis. Wir machen gleich mal diese tolle City-Lenkung an. Das geht hier über diesen Knopf, ganz einfach, da steht auch City schon da. Und jetzt kann ich die Lenkung quasi wirklich hier, ich zeige es mal mit dem kleinen Finger, ganz easy drehen. Also es ist wirklich gar kein Widerstand mehr da, ziemlich lustig. Und wenn wir jetzt hier voll einschlagen und rumlenken, kommen wir natürlich auch hier super um die Kurve. Aber so erwartet man das natürlich auch von so einem Kleinwagen bzw. Kleinstwagen. So, ich fahre jetzt nochmal rechts rum, denn hier sind so zwei schöne Speedbumps, die kann ich mal mitnehmen. Die fahren jetzt hier mal mit 20 drüber. Und das ist wirklich sehr gut. Also man hört es zwar ein bisschen natürlich, dass wir irgendwo drüber fahren, aber man merkt es gar nicht so laut und es poltert auch nicht wirklich stark. Also vom Fahrwerk her kann man wirklich wenig Negatives sagen. Es ist jetzt nicht das komfortabelste Auto, muss man sagen. Also man merkt die Unebenheiten schon. Auch so kürzere Stöße kommen schon im Innenraum an. Aber im Großen und Ganzen ist das hier wirklich kein schlechtes Fahrwerk und so eine gute Mischung aus Komfort und Sportlichkeit. Das passt eigentlich ganz gut. Durch diesen Multihybrid-Antrieb nutzt er natürlich Rekuperation. Das heißt, wenn ich jetzt vom Gas gehe oder auch wenn ich die Fußbremse betätige, zeigt er mir jetzt hier oben zum Beispiel gerade an, dass er eben den Akku lädt. Und das funktioniert wirklich gut. Vor allen Dingen, was ich auch sehr beeindruckend finde, ist, wie stark die Motorbremse dadurch ist. Wenn ich jetzt hier mal kurz Gas gebe und vom Gas gehe, dann bremst er wirklich so stark. Hier oben ist ja auch gerade die Rekuperationsanzeige. Man könnte wirklich denken, man sitzt hier in einem Elektroauto, was hier auf der mittleren Rekuperationsstufe fährt. Also die Motorbremse ist wirklich ziemlich stark in dem Auto. Deutlich stärker als bei den normalen Verbrenner.
Dadurch, dass wir diese 6 Gänge haben, ist das Getriebe sehr kurz übersetzt. Also man kann jetzt hier bei 50 schon den 6. Gang schalten. Wir sind jetzt bei 1250 Umdrehungen. Das heißt, der Motor macht das ganz easy mit. Von vorne kommt kein Dröhnen. Der Motor fühlt sich jetzt nicht angestrengt an bei der niedrigen Drehzahl. Also es ist wirklich ein feiner Dreizylinder-Saugmotor, muss man wirklich sagen. Der hat ganz gute Manieren. Wenn ich jetzt hier bei 50 im 6. Gang einfach mal Gas gebe, beschleunigt der schon so ein bisschen los, erstaunlicherweise. Manche Dreizylinder-Saugmotoren machen da einfach gar nichts. Er ruckelt dabei nicht, er fängt dabei nicht an irgendwie zu dröhnen. Also das ist wirklich von der Laufkultur her ein sehr schöner Dreizylinder-Motor. Kann man wirklich nichts gegen sagen, also hat mich hier positiv überrascht im Fiat 500. Und bevor wir jetzt hier gleich nochmal in den Ort reinkommen, würde ich sagen, gehen wir mal kurz runter in den 3. Gang bei 50, geben mal kurz Gas. 60, 70, 80, 90. Also er ist eigentlich gar nicht so träge, wie das vielleicht auf dem Papier klingt. Gerade 0 auf 114,7 Sekunden, das lässt jetzt ja nicht wirklich irgendwelche Freudensprünge von sich erwarten. Und interessanterweise, der VW Up, den ich im letzten Video für euch getestet habe, der hat ja den 60 PS Benziner gehabt. Der soll den 0 auf 100 in 14,4 Sekunden sprinten, also schneller als der Fiat 500. Ich habe jetzt die Zeiten der beiden Autos nicht gemessen, aber ich muss sagen, so vom Gefühl her würde ich sagen, ist der Fiat 500 schneller als der VW Up. Also der geht wirklich gut nach vorne für die Leistung und gerade auch für das geringe Drehmoment, dafür, dass er auch schwerer als der VW Up ist. Ich denke mal, da tut der Mildhybrid hier nochmal so ein bisschen seinen Anteil mit dazugeben, denn ich weiß nicht genau, ob der wirklich jetzt direkt in den Motor während der Fahrt Leistung dazu boostet, aber vom Gefühl her würde ich sagen, ja, wenn ich jetzt hier nochmal Gas gebe, kommt da erstaunlich viel für so einen Dreizylindersauger. Der Multibrit hier in dem Fiat 500, der hat hauptsächlich den Sinn und Zweck, wenn ich jetzt zum Beispiel an der Ampel ranfahre und so bei 20 km/h auskuppel, da geht der Motor teilweise schon so bei 15 km/h aus und trotzdem hat man eben die volle Servounterstützung und so weiter. Und was auch sehr schön ist, wenn wir jetzt gleich mal in einer roten Ampel sind, das werdet ihr auch gleich merken, die Start-Stop-Automatik hier an dem Auto, die nervt durch das Multibrit-System gar nicht mehr. Also wie gesagt, ihr werdet es gleich merken an der Ampel, wenn ich den Motor starte, der startet wirklich sehr, sehr gut und unmerklich. Das ist eben der Vorteil vom Multibrit-System. Was mir beim Fiat 500 hier aufgefallen ist, das Gaspedal hat einen relativ langen Weg. Also ich kann das wirklich sehr weit nach unten drücken und es hat auch nochmal diesen Kickdown-Befehl. Also wenn ich unten angelangt bin, kommt nochmal dieser Widerstand, den ich nochmal überwinden kann. Da passiert jetzt hier bei dem Motor natürlich dann trotzdem nicht viel mehr. Aber das heißt für mich, dass das Gaspedal hier das gleiche sein wird wie bei der Automatikversion. Es gibt hier natürlich auch beim Abarth zum Beispiel ein Automatikgetriebe. Soweit ich weiß, gibt es vom Fiat 500 aktuell nur diese eine Motorisierung hier, die aber wie gesagt auch ganz gut zu dem Auto passt. So, jetzt haben wir das Phänomen hier mit der Start-Stop-Automatik. Das Auto ist jetzt aus. Man hört auch hier das Relais so leicht klicken, wie das bei den kleinen Autos immer der Fall ist. So, wenn ich jetzt den Motor anmache, ist er sofort da, ohne Ruckeln und sprintet auch gleich gut los, ohne dass sich das Auto kurz schüttelt, wie es ja manchmal bei drei Zylindern so der Fall ist. Also das funktioniert wirklich gut. Nur weil da hinten jetzt Hybrid draufsteht, sollte man nicht denken, dass man jetzt hier irgendwie das Auto aufladen kann oder so. Das funktioniert nicht. Es ist halt wirklich nur ein Multibrit, bedeutet, dass sich das Fahrzeug selbst während der Fahrt auflädt. Und man hat jetzt hier in dem Sinne auch keinen großen Akku. Das wird ein kleiner Akku sein. Ich weiß nicht, wie viele Kilowattstunden. Der hat vielleicht 2-3 Kilowattstunden maximal. Ansonsten das Getriebe, wie gesagt, erstaunlicherweise ein 6-Gang-Getriebe, sehr kurz von der Abstufung. Aber es lässt sich schön schalten. Die Schaltwege sind zwar relativ lang, wie ihr hier sehen könnt, aber die Gänge rasten zumindest knackig ein. Das Auto hat jetzt erst 1169 Kilometer, jetzt 1170 Kilometer auf der Uhr, ist also noch neu. Aber trotzdem, die Gänge rasten hier sehr schön ein. Ich hoffe, das bleibt auch nach 40.000, 50.000 Kilometer noch so. Also da gibt es nichts zu meckern. Also wir versuchen jetzt hier mal kurz auf der Landstraße einmal auf 100 zu kommen. Im 6. Gang, wenn ich Gas gebe, da passiert dann tatsächlich nichts mehr. Ich gehe mal kurz runter in den 4. Gang, um hier mal kurz ein bisschen auf Geschwindigkeit zu kommen. Da sind wir bei 100. Man hört natürlich die Windgeräusche jetzt schon stärker und ich muss meine Stimme auch schon leicht heben. Da merkt man, dass man hier in einem kleinen Auto sitzt, was eben jetzt nicht wirklich viel Geräuschdämmung hat. Aber es lässt sich trotzdem im Großen und Ganzen hier ganz gut aushalten. Und ich bremse nicht. Ich lasse jetzt ja alles die Rekuperation bzw. Motorbremse übernehmen. Und wir sind jetzt hier pünktlich am Ortseingangsschild schon bei ja, so 60, 55. Das passt also soweit gut. Und jetzt hat man auch gemerkt, wie plötzlich die Rekuperation aufhört. Da gab es kurz so einen leichten Kopfnick-Moment, sag ich mal, wo die Rekuperation aufgehört hat zu bremsen und eben die normale Motorbremse nur noch greift. Das merkt man also auch. Ja, das Auto ist jetzt schon aus, obwohl wir noch leicht rollen.
Hier können wir auch noch mal kurz beschleunigen, so aus dem zweiten Gang raus. 40, 50, 60, 70 und das berghoch. Etwas negativ hier beim Feindruck des Fiat 500, um auch mal was Negatives zu sagen, ist so ein bisschen die Lenkung. Zumindest sollte man nicht während der Fahrt in diesen City-Modus fahren, weil dann ist sie schon sehr, sehr, sehr gefühlsarm. Die greift zwar tatsächlich relativ schnell, aber so vom Lenkgefühl her ist das sehr, sehr synthetisch. Wenn ich den City-Modus ausschalte, wird die deutlich straffer. Also was heißt deutlich straffer? Sie wird straffer. Ist jetzt nicht deutlich straffer, aber es ist etwas straffer. Aber es passt soweit. Hier, schaut mal, hier ist so ein Elektro-Taxi, was, glaube ich, sonst nur in London unterwegs ist. Ne? Das gibt es hier auch als Clever Shuttle, nennt sich der Dienst, glaube ich. Ganz coole Sache. Und hier im Kreisverkehr können wir nochmal eine Runde fahren. Da fällt auch gleich alles um. Macht eigentlich einen guten Eindruck. Neigt sich hier kaum zur Seite im Kreisverkehr. Schiebt nicht über die Vorderachse. Passt soweit. Jetzt hier nochmal schön rausbeschleunigen. Ja, macht Spaß. Was jetzt noch fehlt, sind ein paar Worte zur Bremse. Die bremst natürlich gut, ist ein neues Auto. Hinten haben wir Trommelbremsen, vorne Scheibenbremsen, ganz klassisch. Da gibt es jetzt nichts zu meckern. Ist klar, die Bremse ist ausreichend dimensioniert für das Auto. Aber mir fällt jetzt auch kein neues, modernes Auto ein, wo das nicht der Fall ist. Ist halt mittlerweile einfach Standard. Ja, und ich habe gerade herausgefunden, das ist doch kein Tempomat, das ist nur ein Speedlimiter, den wir hier haben. Den man hier unten setzen kann, ist von der Bedienung her so ein bisschen umständlich, merke ich gerade. Also das hätte ich mir gewünscht, vielleicht hier am Lenkrad noch unterzubringen. Ich meine, hier ist ja noch genug Platz, hier sind ja noch Blindtasten. Da hätte man vielleicht den Tempomat hier irgendwie noch mit unterbringen können. Zum Thema Multiprit-System, ich habe gerade rausgefunden, wenn ich über 1500 Umdrehungen vom Gas gehe, nutzt eben die Multiprit-Bremse. Wenn ihr jetzt unter 1500 kommt, nämlich jetzt, dann bremst er eben nur noch über die normale Motorbremse. Ein kleiner Nachteil hier bei den Dreizylinder-Motoren beim Fiat 500 ist die Tatsache, dass er eben typisch Dreizylinder sehr lange braucht, um runter zu touren, was eben manchmal störend sein kann. Ich kann es ja mal simulieren, wenn ich jetzt hier ein bisschen höheren Drehzahl mal schalte im zweiten Gang, schnell schalte und die Kupplung kommen lasse, da gibt es eben diesen Ruck im Auto. Klar, man sollte immer so schön weich einkuppeln, ist klar, aber wenn man jetzt wirklich mal sportlich, sag ich mal, fahren möchte, ist das hier nicht so top dafür geeignet. Das ist eben immer ganz gut, wenn man einen Motor mit ein bisschen mehr Hubraum hat. Der fällt dann eben von der Drehzahl deutlich schneller ab. Da passen dann die Ganganschlüsse ein bisschen besser. Ja, um jetzt hier mal zum Fazit zu kommen, zum Fiat 500. Wie gesagt, ich finde ihn optisch sehr schnucklig. Er ist von der Preispolitik her eigentlich echt okay. Er geht so bei roundabout 15.000 Euro los. Die Aufpreispolitik bei Fiat ist auch verträglich. Vom Fahrwerk her könnte er ein Tick komfortabler sein. Er ist eher der etwas straffere Kleinwagen, aber im Großen und Ganzen finde ich das auch gar nicht so schlimm. Ich finde im Innenraum, dafür, dass wir hier fast die Basisausstattung haben, sieht er wirklich auch ansehnlich aus. Da kann man nichts gegen sagen. Dann auf jeden Fall ein positiver Punkt ist der Motor. Ich finde den nicht schlecht, diesen 1 Liter 13er Multiprit. Ein unauffälliger Geselle, der ausreichend spritzig ist für die Stadt. Sparsamkeit, Thema Verbrauch vielleicht, kann ich jetzt nicht viel sagen. Auf dem Bordcomputer standen 6,1 Liter. Ich denke mal, so wird das sich auch hier im Stadtverkehr einpendeln, so zwischen 5 und 6 Liter. Wenn man den außerhalb des Carsharing-Einsatzes ein bisschen spritsparender fährt, wird das sicherlich auch mit unter 5 Liter bewegbar sein. Also auch da hält sich alles hier vollkommen in Grenzen. Die Lenkung ist ganz cool für den City-Modus. Da wird die zwar sehr synthetisch, aber hilft natürlich beim Einparken nochmal. Und ansonsten das Getriebe lässt sich schön schalten. 6 Gänge ist ganz cool, das zu haben. Braucht man nicht unbedingt bei der Motorleistung, zumal der auf der Autobahn sicherlich auch relativ selten unterwegs sein wird, der Fiat 500. Genau, und ansonsten vom Innenraumdesign her finde ich den wirklich ganz schick. Gibt es wenig Negatives zu sagen. Kommen wir zu den negativen Punkten. Das ist zum einen die Entriegelung für die Rückbank. Das finde ich ein bisschen störend, dass man da extra auf die Rückbank klettern muss, um die umzuklappen. Aber ist auch Kritik auf hohem Niveau. Ansonsten hier nach links hat man relativ wenig Platz. Das stört mich so ein bisschen. Das ist im VW Up zum Beispiel besser. Aber ansonsten finde ich, kann man dem Fiat 500 eigentlich wenig Negatives zurechnen. Es ist einfach ein solides, cooles Stadtauto, was von mir aus durchaus eine Kaufempfehlung bekommt. Ich würde vielleicht ein cooles Sondermodell wählen, was nochmal so eine schöne Dachkontrastfarbe hat, ein paar schicke Felgen und so weiter. Dann wertet das Auto deutlich auf und sieht dann optisch auch richtig, richtig cool aus. Ich habe es im Videotitel schon angesprochen, der Fiat 500 ist natürlich eine schöne Retro-Kapsel, sage ich mal. Der sich tatsächlich auch über die Jahre immer noch sehr gut verkauft und bekommt von mir eine ganz klare Kaufempfehlung. Wer wirklich ein cooles, relativ individuelles Stadtauto sucht, was sich eben so ein bisschen vom Standard VW abhebt, um es mal so zu sagen. Ja Leute, das soll es mit dem Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte eine positive Bewertung da. Schreibt in die Kommentare, wie ihr den Fiat 500 findet. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst und vor allen Dingen würde ich mich auch freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen.